Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit eilten die Hirten nach Bethlehem und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten. Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten. Denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war. Als 8 Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, den der Engel genannt hatte, noch ehe das Kind im Schoß seiner Mutter empfangen wurde. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Wir dürfen auf die Mutter Gottes schauen, so ein wunderbares Zeichen, gerade jetzt in dieser Winterzeit, wenn die Sonne durch das Fenster so direkt die Mutter Gottes anleuchtet. Besonderes Zeichen, besonders jetzt auch in diesem neuen Jahr. Habt keine Angst, ihr seid nicht allein. Die Mutter Gottes hat so ein Feingefühl, immer gerade dann zur Hilfe zu kommen, wenn es besonders schwer ist auf dieser Welt, wenn die Menschen besondere Lasten zu tragen haben. Da denken wir an dieses Blutwunder vom heiligen Januarius aus Neapel, das in diesem Jahr, so wie ich weiß, ausgeblieben ist, auch immer ein Zeichen, seine schwere Zeit, Krankheiten, Kriege oder immer so etwas, es waren dann gewesen, und wenn das Blutwunder ausgeblieben ist, dieses Zeichen, jetzt kommt was Schweres, aber habt keine Angst, schaut auf Gott, schaut auf die Mutter Gottes, sie begleitet uns ganz besonders in diesem Jahr, in diesem neuen Jahr. Denke ich auch zurück, als ich noch so klein war, wie die Katharina, wie der Gabriel, wie die Angela. Ja, wir haben in der Familie auch immer Silvester gefeiert, haben uns sicher hingelegt, aber Mitternacht durften wir dann kurz aufstehen und dann mit den Eltern gemeinsam das Feuerwerk anschauen, das in diesem Jahr nur ganz spärlich war. Es so reiche Leute, die 10.000 Euro Strafe zahlen wollen, für ein Feuerwerk gibt es nur wenige, aber es gibt es auch, wie ihr gemerkt habt, heute Nacht. Ein paar Feuerwerke gab es dann doch. Wenn ich dann als Kind diese paar Minuten dieses Feuerwerk angeschaut habe, dann habe ich meistens so ein mulmiges Gefühl gehabt. Sagt, oh, ein neues Jahr, was wird es uns bringen? Oh, hoffentlich nichts Schlimmes. So war ich schon als kleines Kind etwas ängstlich eingestellt. Vielleicht seit Anfang meines Lebens ein bisschen ängstlich, aber vielleicht auch gut so, weil gerade wenn man Angst hat, sucht man Hilfe bei der Mutter Gottes, sucht man Hilfe mit der Mutter Gottes bei unserem lieben Herrgott. Und das drücken auch wunderbar die heutigen Texte aus. Erster Text, wunderbar, dieser Segen, den Gott eben dem Aaron sagt, den Priestern schon, damals im Alten Testament, wie sie die Menschen segnen sollen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Heil. Wenn Gott sein Angesicht uns zuwendet, dann kann uns gar nichts Böses treffen. Dann sind wir in diesem Schutz des Allerhöchsten, des Allmächtigen, des dreieinigen Gottes. Und da schauen wir dann auf die zweite Lesung, wo es so wunderbar heißt, auch diese Segnung, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz. Den Geist, der ruft Abba, Vater. Diese wunderbare Segnung durch den Geist Gottes, der durch die heilige Taufe in uns lebt, in uns wohnt, ständig zum Vater betet in uns. Und ich merke gerade in dieser Zeit, wie wohltuend es ist,
wirklich dieses kontemplative Gebet, dieses betrachtende Gebet, nur auf den Vater zu schauen, den Heiligen Geist in uns beten zu lassen. Aber Vater, lieber Vater, du bist jetzt da. Wir dürfen dir vertrauen. Und zugleich, wenn wir still werden, den Heiligen Geist in uns wirklich beten lassen, dann lass der Heilige Geist uns immer wieder gerade diese feinen Eingebungen erkennen, diese Impulse, die wir brauchen, so als Licht, wie wir durch diese schwere Zeit, durch dieses neue Jahr gehen können. Und dann natürlich noch das Evangelium als Höhepunkt. Jesus selber kommt durch Maria, durch die Mutter Gottes zu uns Menschen. Er liegt sicher zuerst in der Krippe, dann ganz besonders hier im Tabernakel und ganz besonders im Wort Gottes. Und wir dürfen immer wieder Jesus, das göttliche Wort, in unsere Herzenskrippe aufnehmen, dass er bei uns ist, mit uns durch diese schwere Zeit, durch dieses neue Jahr geht, und es wird zum Segen werden für uns alle. So will ich beenden mit diesem wunderbaren Segensspruch, auch für das ganze neue Jahr. Der Segen des Vaters, die Liebe des Sohnes, die Kraft des Heiligen Geistes, der mütterliche Schutz der Himmelskönigin, die Vatermacht des heiligen Josef, der Beistand der heiligen Engel und die Fürbitte der Heiligen sei mit uns und begleite uns überall und alle Zeit. Amen.